Ja, Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder. Was machen wir eigentlich heute? TFG-Video oder ein Dennis Hauser-Video? Das kommt bei mir vom Kanal, ist ja wohl klar. Ach, das kommt auf deinem Kanal. Da muss ich ja meine Kamera nur gleich aufstellen. Nein, wir können sie ja Beine ausstrahlen oder sowas. Oder bei dir kommt der Trailer und der Kinofilm da bei mir. Ja, wir haben ja was Schönes. Wir wollen heute mal einen Vergleich machen. Exorbitant teuer gegen günstig gut. Gut und günstig, gell? Ja. Das ist eine Seedweller von diesem Jahr. Mit einem 43 mm Gehäuse. Das ist die neue Seedweller. Also Wartezeiten bis unbegrenzt. Also wenn man die neu bekommt, im normalen Laden, kannst du sofort für 50% oder auf jeden Fall für viel mehr Geld sofort weiterverkaufen. Achso, weiterverkaufen. Ja, hat ein Ventil. Also ein Heliumventil und hat natürlich eine Tauchtiefe von 4000 Fuß, 1220 Meter. Also das sind diese Seedweller-Modelle, die es schon ewig lang gibt. Und jetzt gibt es hier halt nicht mehr in 40 mm. Die kam jetzt raus in 2017 oder 18. Und die Deep Sea, die kamen schon etwas früher, die sind schon 8 Jahre am Markt. Die waren mit 44 mm. Das sind ja ausnahmsweise mal etwas größere Rolex-Uhren, sonst waren die immer 40. Die Submariner sind ja jetzt ab diesem Jahr 41. Also da hat 40,6. Oder 40. Nur 6. Ja, du bist 0,6 mm machen sie mir. Also darum fällt ihnen ja am Handgelenk nicht wirklich größer aus. Mhm. Ja. Nur auf dem Papier. Okay, ja, ich denke mal, ich kann euch mal ein bisschen was von mir erzählen. In den 90er Jahren, da bin ich dann in die Schweiz gekommen beruflich und dann habe ich mir damals schon, ich habe meine erste teure Uhr. Die habe ich mir Anfang der 90er gekauft, die war schon relativ teuer, 2500 D-Mark, das war eine Genfer Manufaktur, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, und da ging es dann los. Und als ich dann in die Schweiz umgezogen bin, war die erste eine Jaeger LeCoultre, Master Control und auch eine Rolex, eine Stahlgold Rolex. Ja, geil, Stahlgold. Und, ja, kommt es wieder zurück, kommt wieder zurück. Ja, und wenn man sich dann so selbstständig macht, dann war es aber so, damals hat man unheimliche Preissprünge gehabt. Da kam ja die ganze Industrie kam aus der Quarzkrise Ende der 80er und dann sind die Automatikuhren wieder populär geworden. Und ja, da haben wir Steigerungsraten gehabt, jedes Jahr von 20 oder 30%. Das heißt, ich habe diese Uhren dann ein paar Jahre später wieder verkauft und einen riesen Gewinn gemacht. Ich weiß nicht, ich habe das in einem Laden in Heilbronn verkauft. Grimmeisen heißt der, den hatte ich mal auf den Messen kennengelernt. Anfang der 2000er bin ich auch sehr viel auf Messen gegangen. Und dann habe ich halt auch mal ein bisschen mit den Uhren rumgedealt. Das war damals wirklich ein gutes Business, weil du hast einfach bei den Uhren kein Geld verlieren können, also bei den Markenuhren. Also gerade die Schweizer Uhren. Heute ist nur noch eine Marke, ne? Und ja gut, alles andere heute ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ich habe viele Uhren besessen, ich habe viele Uhren gesammelt. Nicht unbedingt nach Marken, sondern wie sie mir gefallen haben. Aber man muss halt sagen, wertstabile Uhren, gerade in der heutigen Zeit, ist halt wirklich schwierig. Also wir sehen es halt bei Patek oder bei Rolex. Wohl geht noch. Ja, das ist 43er, vielleicht doch mal eine größere Uhr. Vielleicht auch die Diver noch mit 44. Und ja, also dann kamen ja die großen Uhren auf. Also Anfang bis Mitte der 90er waren die Uhren ja alle so 36 Palerei. Bis 40. Breitling mit den Fliegern. Dann kamen halt die größeren Uhren, wurden innen. Jetzt geht es ja wieder in die klassischen Größen, 40, 41, 42 eher mehr zurück. Vielleicht sogar unter 40. Manche machen ja schon wieder 39er. Und man hat gesehen, Rolex hat 39 mm abgekündigt und alle gehen zur Decke raus. War ein Riesentrend auch mit den Uhren, bis dann eben viele Uhrenmarken angefangen haben, von ob das Zenit war oder andere Marken, plötzlich Modelle zu produzieren, die man aber nicht mehr identifizieren konnte als Markenuhr. Bei Breitling gibt es ja momentan das Thema wegen dem Logo. Und noch, weil die Zifferblätter ist viel aufgeräumter und unisex, asiatisch, europäisch sind. Guck dir die alte Breitling an, auf der war noch eine Action drauf. Jetzt guckst du eine neue, die so aufgeräumt wie eine Nummers. Ja, gut, das erste Breitling-Logo war ja nur ein B. Wir wollen heute auf das Thema einfach kommen. Die Schwingen gehören dazu bei einer Breitling. Ich will nie eine Breitling ohne Schwingen holen. Ja gut, es gibt ja nicht nur, es gibt bei Breitling auch nicht nur Fliegeruhren. Aber es ist einfach so, wir wollen heute einfach mal zeigen,
was muss eine Uhr können? Welche Materialien sind für eine teure Uhr wichtig oder soll es auf jeden Fall eine teure Uhr haben? Und wir haben ja jetzt eigene Uhren am Start und deswegen mal der Vergleich. Ich zum Beispiel habe diese Uhr noch sehr selten getragen. Ich habe jetzt auch wieder gesehen, oh, schon wieder ein Kratzer drin. Das ärgert einen natürlich, wenn man also eine Uhr hat jenseits der 10.000 Euro. Und muss man die jeden Tag benutzen. Ich habe letztens mit dem Klaus Müller geschrieben, der meinte ja, ich habe gedacht, du gehst auch mit einer Rolex Holz hacken. Ne, das mache ich heute nicht mehr. Das habe ich aber auch noch nie gemacht. Aber eben, es gibt aber auch vergleichbare Uhren, die sehr schön sind, sehr sportlich sind, ja auch dynamisch und frisch aussehen, auch sehr robust sind, aber trotzdem nicht so viel kosten. Und deswegen haben wir die Diver ins Leben gerufen und haben ja dann eine TFG Edition draus gemacht. Jetzt wollen wir euch heute ja nochmal zwei neue vorstellen, in Blau und Grün. Auch sind sehr schöne Modelle und das Schwarze haben wir ja schon länger im Sortiment. Und wir wollen euch mal die Unterschiede ein bisschen zeigen von einer 800 Euro Uhr zu einer, ich weiß gar nicht, was kostet die jetzt, die Seedweller, die wird so um die 11.000 oder was kosten, wenn man sie kriegt. Ja. Und wenn man sie irgendwo im Zweitmarkt kauft, leicht oder ungetragen, dann kosten sie so um die 13.000 bis 16.000 Euro. Man kann sagen, die Liste bringt doch ja nicht viel, weil zu dem Preis kriegst du ja kaum eine. Naja, also du musst ja im Shop warten. Also so eine Uhr musst du, wenn du Pech hast, jahrelang warten. Und Schmeißen doch, wenn die Listen voll sind und nicht. Und dann ist es schade, wenn so eine Uhr zerkratzt. Also schmeißen sie die eh wieder weg und machen neue Listen. Mann. Ja, also wie gesagt, ich habe auch mit dem Klaus länger gesprochen und was unsere Uhren jetzt so ausmacht oder was die können müssen oder warum wir die gemacht haben. Also was zum Beispiel an so einer teuren Uhr halt gut ist, dass sie halt verschraubte Kronen haben, dass sie eine Keramiklünette haben, dass sie halt ein Saphirglas haben. Dadurch altert sie eigentlich nie. Stahl, Saphirglas, Keramik, die Uhr altert nicht. Der sieht später das Alter nicht an, weil sie einfach Materialien hat, ja, die fast jeden Missbrauch erstmal verzeihen. Wichtig ist halt, dass eine Uhr jetzt auch für den Tagesgebrauch stoßsicher ist, dass sie gute Gangwerte hat. Naja, und dass man halt einfach auch Freude hat, die zu zeigen und dass man auch nicht Angst haben muss, dass die, wenn man irgendwo hinstößt, dass sie gleich kaputt gehen. Hast du schon das runtergemacht? Ja, die Folie habe ich runtergemacht. Ja. Und also. Ich weiß nicht, das Licht ist heute Abend hier natürlich diese Bescheidung. Die Divers, die haben Saphirglas beidseitig. Also bei Rolex haben wir ja meistens. Also gibt es überhaupt eine Rolex mit. Die sind nicht entspiegelt. Nee, aber gibt es eine Rolex überhaupt mit Glasboden? Nee. Ich kenne keine einzige. Kennst du eine Rolex mit Glasboden? Gibt es eine? Also auf jeden Fall nicht aktuell. Ja, also nicht auch von den Sportmodellen auf jeden Fall nicht. Hier kann man das Werk einsehen. Ist ein Selita-Werk, ist also baugleich mit einem ETA-Werk. Und genau. Konservatur ist wahrscheinlich auf dem Rotor, ne? Ja, man sieht es ja nicht unbedingt. Aber wir haben natürlich hier Corporate Identity gemacht, natürlich. Ja, doch, sieht man schon, das ist ein großer Rotor. Und wenn da unten ist, ist noch die Folie drauf, wenn die wegwaschen, wunderbar. Ja, also was mir bei Uhren gefällt, was sie sportlich macht, das ist A, die Höhendifferenz vom Zifferblatt zum Glas und generell die Bauhöhe. Und da muss man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel die Rolex, die natürlich jetzt mehr Wasserdichtigkeit hat, wie jetzt diese hier, wenn man die mal vergleicht, dann sieht man, dass die Rolex eine wesentlich größere Bauhöhe hat. Das also die Dipsy hat ja noch viel größere Bauhöhe. Also die Bauhöhe ist relativ flach. Das heißt, dadurch macht die einen sehr sportlichen Eindruck. Was man vielleicht nicht sieht, was man sagen muss, der Boden geht da nochmal raus. Ne? Das heißt, hier hört zwar das Gehäuse auf, aber der Boden geht da nochmal 2 mm hoch. Ne? Mhm. Das macht sie nachher am Handgelenk vielleicht viel höher, als man erst denkt. Also man muss sagen, es ist ein sehr hochwertiges Band auch hier von der TFG Diver und man sieht einfach am Handgelenk, gut, ich habe ein großes Handgelenk mit über 21 cm Umfang, aber ich weiß bei mir, 44 kommt bei mir am besten, 43, 44, das ist so die Größe, die ich bevorzuge, weil dann ecke ich, ich habe auch schon 46er Uhren gehabt, dann ecke ich aber überall an oder die Krone kommt auf den Handrücken und ich komme einfach mit der 44 sehr gut aus. Außerdem ist es halt dann schon eine Uhr, die sehr präsent ist. Man sieht die Uhr und wir haben da Super Luminova drauf. Wir haben, wie viel haben wir? 40 Stunden Gangreserve, um die 40 Stunden bei dem Selita 200. Minimum 38, wenn die technisch angegeben.
Wir haben die alle auf die Zeitwaage gelegt, sehr gut, sind okay. Sehr gut eingestellt, die Uhren, die liegen gut. Und naja, das Blau, aber auch das Grün, das kann ich schon mal das Grün im Tageslicht. Ja, das Licht ist hier also, ein bisschen... Also es ist so British Racing Green, es ist jetzt nicht so Froschgrün, also es ist noch sehr dezent und es gefällt mir ganz gut. Es ist kein so Leuchtgrün, also es ist eher matt und dezent. Im Tageslicht, also ich habe schon gesagt, gut, dass die 44 sind. Sonst muss ich mich nicht entscheiden, welche Farbe ich kaufe. Ich würde sagen, das Blau ist halt auch sehr schön. Aber ich bin jetzt mehr so der, das Grün macht mich jetzt richtig an. Also draußen im Tageslicht ist es ganz toll. Und auch der Kontrast, es ist derselbe Farbton, bloß auf dem Ziffernblatt ist die Farbe in matt gehalten und auf der Keramiklünette glänzt es natürlich durchs Keramik. Also da war auch nochmal so ein schöner Effekt zwischen dem matten und dem glänzenden Ton. Indizes alle in Edelstahl poliert, so erhaben aufgebaut. Das ist auch nochmal schön. Also nicht nur bedruckt, sondern aufgebaute Indizes. Also verschraubte Krone natürlich, 500 Meter. Was geil ist, was fällt dir auf, wenn du an die Krone denkst? Welche Uhr? Von Bauart und Abstand? Fällt mir nichts ein jetzt. Tudor. Ah, Tudor hat auch keinen Kronenschutz. Tudor Pelagos bzw. Ja. Black Bay hat dieselben Kronen. Groß. Und mit ordentlichem Abstand vom Gehäuse, weil die kannst du aufziehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die kriegst du sogar noch auf und aufgezogen mit einem Neopren-Taucherhandschuh. Oder mit Handschuhen. Also wir haben beim Klaus jetzt ein paar Kommentare gesehen in seinem Video. Also Klaus, nochmal vielen Dank für dein Video. Das war klar, dass die Größe nicht zu dir passt. Wir haben dir jetzt auch eine kleinere noch geschickt. Aber ich habe ja schon gewusst, wo ich das sehe. Also ich weiß, Klaus, aber die kleinsten Messer und die größte Uhr. Aber cool. Aber wer geht jetzt mit der Uhr tauchen? Also ich denke mal mit der Rolex. Geht auch keiner tauchen. Richie und auch mit der geht keiner tauchen. Es ist einfach eine praktische, sportliche, robuste Uhr. Ich war mit meinen Kindern mal im Türkei-Ferien, schon x Jahre her, mit einer Omega. Was ist passiert? Da war die Krone nicht richtig zu, Wasser reingekommen. Muss man die Dinge auch immer wieder auf Dichtheit überprüfen. Ne? Aber wenn du vom 10-Meter-Turm springst oder vom 3-Meter-Turm, dann ist gut, wenn du eine sehr robuste Uhr hast, die eben auch diese Dichtigkeit und diese Wassertiefe hat, weil dadurch kannst du natürlich viel mehr Dinge tun. Natürlich würden 200 oder 300 Meter langen, aber wir wissen das ja, wenn 30 Meter zum Beispiel draufsteht, dann kannst du Hände waschen. Wenn 50 Meter steht, kannst du duschen gehen vielleicht. Duschen wäre ich immer vorsichtig. Duschen also immer Schwimmbad mit den starken Duschen. Die richtige Wasserdichtigkeit fängt eigentlich bei 100 Meter an. Und dann sind wir auch im Schwimmbereich vielleicht, oder? Mhm. Also das heißt, man soll sie nicht täuschen lassen, aber wenn 500 Meter steht, dann ist die auf jeden Fall absolut top robust und die Uhr soll eigentlich einiges abkönnen. Und deswegen... 500 Meter. Das sind jetzt genau die beiden Uhren auf dem Tisch, wo sie in Russland den Test gemacht haben. Wo sie doch sämtliche Premium... Haben sie die Rolex auch runter? Aber es war keine Sidwelle, oder? Was haben Marina? Im Baikalsee. Die haben sie auf 400 Meter runtergelassen, glaube ich. Das war nicht mehr... An der Stelle ist er eigentlich tiefer, aber es waren, glaube ich, bloß 340 Meter. Und nachdem sie die hoch und runter gelassen, waren noch zwei Uhren auf dem Brett ganz. Das eine war die Rolex und das andere war hier unsere Diver sozusagen. Aus der Schweiz und alle anderen waren kaputt, weil es waren alles 500 Meter Uhren. Weil die Drucktiefe ist das eine, aber wo werden die getestet? Mhm. Wenn du diese Druckbehälter anguckst, die sind ja bloß einen halben Meter und da kommen die rein und der Druck wird ja künstlich erzeugt. Lässt du die jetzt aber wirklich in einem See runter, hast du auch noch die Temperaturunterschiede. Natürlich, bei Kalsee an der Wasseroberfläche hat es 20 Grad, aber in 340 Meter Tiefe war es noch 1 Grad. Ja, oder 1 Grad. Also, und das haben die zwei, dreimal gemacht und dann haben die Dichtung der Uhren versagt. Und dann, wo sie sie rausgeholt haben, waren die voller Wasser. Durch den Druck hat das Wasser dann reingepresst, weil die Temperaturunterschiede wahrscheinlich in die Dichtungen versagt haben. Und bloß die Rolex und hier die... Das Video müssen wir unbedingt mal auftreiben. Das müssen wir auftreiben. Also die Grüne ist halt schon auf. Also das haben wir direkt vom Hersteller, die Info. Der hat das ja, war ja da mit dazu. Also das linke Handgelenk ist, glaube ich, nicht ganz so dick wie das rechte, weil vom Sport habe ich natürlich rechts ein dickeres. Ja, Rechtshänder, aber ich bin schon so um die 21, aber habe Handschuhgröße 10. Also... Ja, das ist natürlich schon eher für die größeren Männerhände gedacht. Ja, nichts für meine Sekretärin der Handgelenke. Obwohl, haben die am Kautschukband habe ich mal den ganzen Tag getragen und die kann ich tragen. Weil durch das Kautschukband wird sie auch leichter. Mhm. Also eben lockerer hat man das Gefühl. Es gibt ja die schwarze mit Kautschukband. Aber das Kautschukband kann man auch für die anderen Uhren ordern eigentlich. Wenn man schwarz dann zum silbernen Gehäuse tragen will. Ich bin ja auch so ein Schwarzuhr-Fan. Und die Beschichtung, diese PVD-Beschichtung, die Uhr war jetzt beim Klaus, also die Uhr mit dem Kautschukband. Die geht jetzt dann mal zu Markus Liebminger nach Österreich und der wird vielleicht mal ein paar Wettkämpfe oder mal mit seinem, genau. mit seinem Trecker rumfahren. Aber ich bin ja auch einer, der nicht so aufpasst.
Aber ich habe keinen Kratzer. Ja, aber ich habe keinen Kratzer in diese PVD-Beschichtung reinbekommen. Also die ist wirklich sehr dick und sehr, ja, sehr, sehr, ja, sie schützt und sie ist also nicht so, wie man sagt, DLC immer, muss nicht immer DLC sein. Also dieses PVD ist wirklich sehr gut. Er hat so erklärt, warum DLC nicht PVD. Nicht PVD, nicht DLC. Das andere ist zwar besser, aber es hat ein Problem beim... Bei Salzwasser. Bei Salzwasser ist die Zellbeschichtung, glaube ich, etwas im Nachteil. Irgendein chemisches Problem, was er hat. Darum verwenden sie es nicht an den Uhren. Und dass man eben den Stahl härten kann. Aber das war jetzt die Geschichte, die ich vom Fratti von Fox weiß. Warum der PVD bevorzugt und nicht DLC? Irgendwas war das. Wieso die das bei den Uhren nicht nehmen? Ich habe es vergessen. Aber das ist natürlich für All Black Fans. Darum haben wir mit der eigentlich angefangen. Wobei ich, aber ich auch Fan bin natürlich von Black. Bin ich froh, dass... Aber die Grüne, muss ich ganz ehrlich sagen, die muss ich mir auch noch zulegen. Die Grüne ist schon geil. Also, aber das Blaue steht... Ihr könnt ja mal... Noch. Pass mal auf. Hört man das hier vom Mikrofon? Ja, du musst schon mal ganz nah ran. Die laufen auch schön. Also, wunderbar. Jetzt mal zu Rolex. Die hat ein bisschen höheren Ton. Aber höheren so Ton, aber... Vom Laufgefühl von beide... Vom Using her, also vom Gebrauch her, ist kein Unterschied. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen vermessen, hier diese Uhr mit einer Rolex zu vergleichen. Aber naja, gut. Ist schon noch ein bisschen anders, aber vom Gebrauch her, wenn du die, keinen großen Unterschied. Wenn du die hast, du siehst es ja oft, dass die Leute immer noch mal eine andere haben, die hast du dann vielleicht, und die siehst du zu einer Feier an und du gehst zu einer Hochzeit, dann siehst du sie an. Aber wenn die Leute dann aber zu ihrem 4 Wochen Urlaub in die Alpen gehen, dann nehmen sie garantiert nicht mit. Und dann gehst du an den Schrank und holst sie. Ja, doch, für den Abenddinner dann. Ja, für den Abenddinner. Dann nimmt man die Rolex. Aber nicht für die 4 Wochen Urlaub in den Bergen. Dann nimmst du nämlich eine 800 Uhr mit, die alles ab kann. Und dort tut es dir dann nicht so leid, wenn du dann mal da einen Kratzer drin hast. Ja gut, also die Frage war, warum haben wir diese Uhren gemacht? Wieso? A, haben wir natürlich auch schon jetzt immer mit Squale Uhren im Sortiment gehabt. Jetzt kam ja noch Hanard dazu. Wir haben ja früher die Blue gehabt. Leider hat sich da das mit dem Distributor ja geändert in den letzten 3 Jahren. Aber wir haben diese Uhren einfach, wo ist denn das Tuch? Ich habe meine schon wieder voll gekleckert. Wir haben diese Uhren einfach so konstruieren lassen oder so ausgesucht, dass sie einfach, sage ich mal, den Markenuhrenstandard erfüllen. Natürlich sind es keine Markenuhren, TFG ist keine Marke. Aber letztendlich braucht es auch nicht, weil die Uhren sind schön. Und mit den Uhren kann man alles machen. Und wenn man abends dann, sage ich mal, zum Dinner geht, dann nimmt man sich halt die Breitling, die Tag Heuer oder die Rolex raus oder was man halt hat. Und die Uhr, mit der kannst du wandern gehen, mit der kannst du Sport machen, mit der kannst du arbeiten. Du musst keine Angst haben, wenn ein Kratzer drin ist, oh, jetzt habe ich einen Wertverlust. Und das ist ja immer das Problem, was man bei den teuren Uhren hat. Was glaubst du, wie viel Rolex nicht mal ausgibt? Dass man halt einfach direkt Angst hat. Ich meine, wir sehen es ja bei den Messern, oder? Wenn die Sammler bei uns im Secondhand anrufen dann, oder schreiben, heißt es immer, haben die Kratzer. Du musst wirklich genau hingucken. Die wollen immer alles neu haben, natürlich unbenutzt oder maximal Papier geschnitten. Aber diese Uhren und generell, wie ihr uns oder mich auch kennt, ich benutze alles. Und da ist es halt mir mittlerweile, bin ich auch im Alter, da sage ich, okay, das ist ein bisschen schade jetzt, gerade auch bei goldenen Uhren oder bei eben sehr hochwertigen Uhren. Zum Mountainbiken gehen, ne? Und bei Rolex haben wir ja einen Werterhalt, wie bei Patek auch. Und für solche Leute, die sagen, ich habe schon eine teure Uhr, ich muss jetzt nicht unbedingt die immer tragen, sondern ich kann mir auch leisten, auch mal eine mit Saphirglas, mit Keramiklünette, eine sehr robuste Uhr zu tragen, die mir gefällt, die auch sehr präsent ist am Handgelenk. Dann kann ich meine teure Uhr schonen. Und vielleicht das ist vielleicht so die Idee bei uns auch dahinter, dass wir jetzt hier keine TFG-Fan-Uhr machen wollten, sondern einfach eine Uhr, die funktioniert, die robust ist. Und wenn irgendwas kaputt ist, habt ihr hier bei uns einen Ansprechpartner. Wir haben einen Service. Und wenn hier, sage ich mal, auch die Post versagt, dann fahre ich 2 Stunden in das Werk und lasse die reparieren. Von uns aus im Süden sind wir schnell Eine Full Swiss Made. Man muss dazu ja wissen, dass ja die Wertschöpfung bei 60% liegt, oder haben sie inzwischen auf 40 gekürzt. Es reicht ja schon, wenn du heutzutage ein Schweizer Werk kaufst, das ganze Zeug mit allem drum und dran nach China schickst, dort zusammenbauen lässt, hast du trotzdem die Wertschöpfung durch das Uhrwerk und schon steht Swiss Made drauf. Also lasst euch da mal nicht ins Boxen jagen, auf so vielen Uhren steht Swiss Made mit so vielen asiatischen Teilen oder asiatische Produktion. Das haben wir uns angeguckt im Werk. Die wird wirklich von Schweizer Uhrmacher in einem Schweizer Werk in der Schweiz zusammengebaut und hier sogar mit einem Schweizer Uhrwerk. Also das ist tatsächlich so.
Sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Naja, so weil wir natürlich keine eigene Werkstatt haben, wir haben keine eigenen Uhrmacher, wir sind natürlich angewiesen, wenn wir Garantiefall haben oder wenn irgendwas mal ist, also wir hatten bei Squale auch schon, dass mal eine Krone nicht gegangen ist oder ein Stoppdrücker mal nicht bei der Tiger funktioniert hat oder irgendwas war, dann schicken wir das zum Distributor oder zur Squale direkt und dann wird die repariert und so ist es hier auch. Und hier gehen wir sogar direkt zum Hersteller. Hier gehen wir zum Hersteller, der hat 35 oder was weiß ich, wie viele Uhrmacher haben die dort? 35 insgesamt angestellt, aber 20. Ja. Ja, das auf ist zwei Stockwerke Uhrmachermeister. Ja, auf jeden Fall, das war uns wichtig, dass wir den Service langfristig bieten können und dass wir halt einfach, wenn halt Swissmet draufsteht, dass es halt dann auch in der Schweiz gemacht ist. Ja. Und das denke ich mal auch zu dem Preis, wo man sagen muss, mein Gott. 800 Euro als Obergrenze. Ne? Du hast hier wie viele Teile in dem Selita Wühl sind, 120, 150 Teile drin. Es ist ein automatisches Werk. Also ja, wir haben jetzt einige Messersammler schon zu den Uhren gebracht. Und es ist ja auch irgendwo ein Herren-EDC. Das heißt, das es gehört eigentlich zum täglichen Gebrauch. Der einzige, Uhr, Messer, der einzigste Stift. Der einzigste Schmuck, den ein Mann jeden Tag und zu jedem Anlass tragen kann. Das einzigste Schmuckstück. Ja. Vielleicht noch ein Ehering oder ein Goldkettle. Ja, oder gut, sowas. Die Uhr. Ja, wenn ich ein schönes Messer habe hier. So, ja, sagen. Aber ein Messer ist kein Schmuckstück. Aber ich sage mal, eine Uhr ist ein Schmuckstück, wo ein Mann tragen kann. Hier haben wir jetzt ein Ronda-Werk drin. Das wollte man einfach mal ausprobieren. Und da bist du auch sehr zufrieden damit. Die Hammer. Ich habe das Modell auf der Zeitwaage gehabt, das lief mit 0 bis plus eine Sekunde. Gut, ich trage die jetzt jeden Tag seit ich. Deswegen sagst du auch, du brauchst keinen Chronometer. Ich bevorzuge halt schon manchmal, wenn ich jetzt eine teure Magmo kaufe, dass dann ein Chronometer draufsteht, wie bei Rolex oder bei Breitling, weil man dann irgendwie auch sicher sein kann, dass sie absolut gut läuft. Aber ich hatte auch schon andere Uhren, wie zum Beispiel Audemars oder Girard-Perregaux. Da habe ich einmal in die Hand geklatscht und dann ist sie stehen geblieben. Und dann braucht es ein Jahr, bis sie repariert wird. Also genau die Geschichten, die will ich nicht mehr haben. Das heißt also für sportliche Ausflüge oder auch wenn man jetzt mal wieder Holz hacken geht oder in den Wald geht oder was auch immer macht, dann musst du nicht die teure Markenuhr nehmen. Kannst du auch hier, sage ich mal, sowas benutzen. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile Uhren schon, Quarzuhren, die schon auch von diesem selben Hersteller aus der Schweiz, die bei 150 Euro losgehen. 149. Und die Quarz-Diver 249. Verschraubte Krone 200 Meter. Ja, und mit drehbarer Lunette. Dann gehen bei uns bei 400 dann die mechanischen Uhren los. Yeah. Ja, also da Dennis hat sich gleich eine geschnappt, das Modell Trend, das ist eine absolute Gentleman-Uhr. Und trotzdem hat sie noch ein bisschen was von der Fieldwatch durch das komplett Zifferblatt. Gibt es aber auch mit Indizes. Dann sieht sie noch dresswatchiger aus. Und die fand ich ganz nice. Vor allem, weil das alle Zahlen vorhanden sind, trotz Datumsfenster. Sollen wir meinen Kaffee wieder nehmen? So, dein Kaffee war kalt. Gut, das Band ist ein Strapcode-Band. Original haben wir Lederbänder dran, die sind ganz soft. Aber ich bin einfach hier ein Strapcode-Band-Fan. 20 mm Bandanstoß ist natürlich geil, da hast du eine Milliarde Bänder auf dem Weltmarkt zum Wechseln. Die Diver haben 22er, sind wechselbar, da könnt ihr hinmachen. Ich muss aber auch sagen, hier, die sind auch aus dem vollen Gefräß, die Bänder. Also Bändern bin ich sehr überrascht. Ich habe die grüne jetzt getragen, paar Tage, weil ich hatte vorher nur die schwarze in Kautschuk. Aber bin ja so ein Kautschuk-Fan. Aber die Bänder völlig angenehm zu tragen, sehr angenehm und sehr robust. Also bin ich wirklich erstaunt, dass wir das zu dem Preis noch hingekriegt haben. Klar, hätten wir natürlich vielleicht lieber noch stärkeres Super Luminova oder vielleicht auch hier noch auf der 12, wie die Taucheruhren das so üblich haben, wie jetzt bei der Rolex. Hier den Punkt, den habe ich auch bei einem Kommentar gesehen beim Klaus seinem Video. Dann hast du aber gerade eine 1000 Euro. Aber eben, wie gesagt, dann kannst du den Preis nicht einhalten und dann geht jetzt der schon tauchen. Dann willst du noch ein verschraubtes Band dazu haben und dann kannst du die 7,99 nicht mehr halten, dann bist du bei einer 1000 Euro. Ich will einfach sagen. Und dann ist schon wieder eine Hürde, wo doch viele sagen von Einstieg, boah, ey, 1100. Ja, erstens mal das und das zweitens mal braucht es das für Preis. Eine Uhr, mit der man eben auch mit dem Anzug noch eine gute Figur macht. Es ist jetzt keine Markenuhr, aber du hast einfach alles, was eine Markenuhr hat. Also Keramiklünette, Saphirgläser, verschraubte Krone, also Super Luminova, ein Schweizer Werk in der Schweiz zusammengebaut. Also ich denke mal, da hat man schon hier, man hat wirklich was Wertiges an der Hand. Es fühlt sich auch wertig an. Mhm. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir diese Uhren auch gar nicht ins Leben gerufen. Aber ich hatte eben in der Schweiz einen Kontakt, der eben von dem Hersteller schon mal eine Uhr hatte und dann hat mir das sehr gut gefallen, habe mich dann eben aufgemacht, mich da nachzuforschen und dann bin ich mit dem Dennis eben hingefahren und dann haben wir den Deal gemacht. Das war so Zürich-Vlog. Genau. Weißt du, was ich mache, wenn ich nachts auf die Uhr gucken muss? Was? Obwohl ja die Lume danach hält,
Die wird zwar da ein wenig schwächer, aber man sieht ja dann, wenn man sie sonst auch hält. Aber das ist ja kein Problem, weil die liegen bei mir auf dem Nachttischrempel und was Nachttischrempel und was liegt neben meiner Uhr? Die Taschenlampe. Und dann machst du Licht an. Wenn ich nachts aufwache, wie immer, ich gucke auf die Uhr, dann mache ich das Licht an, dann denke ich, ah, geil, noch 2 Stunden pennen. Dann mache ich es wieder auf. Wobei man sagen muss, die Zeiger, es ist ja immer das Problem, hier sind natürlich auch die Zahlen beleuchtet, aber da ist natürlich nur ganz dünn und ganz wenig Leuchtmasse drauf. Und Leuchtmasse funktioniert halt umso besser, je mehr davon auf einem Haufen ist. Und das hast du ja bei so einer Gentleman Watch weniger, wie wenn du man sieht fast so Indizes voll packen kannst damit. Und dann wirkt, dann halten sie natürlich auch noch nachts länger. Du musst nur tippen, dann kannst du durch die Modi shiften. Ah, ja. Und tippen. Also man sieht vielleicht schon, dass die richtig leuchten. Ja, da ist auch ordentlich drauf. Also, weil da hast du Platz in den Indizes da. Und das finde ich aber gut, wenn ich nachts auf die Uhr schaue, bevor ich nachts nicht wach werde, aber dass man dann eben noch die ganze Nacht Uhren lesen kann. Also gut, wir wissen, Tudor, Rolex, Omega, aber auch Seiko. Seiko, Blooming Bright ist Hammer. Das ist natürlich das Allerbeste, aber man darf das wirklich, man darf es nicht unterschätzen. Ja, das ist das teuerste Zeug an der Uhr. Das Ding, also das sind Preise, was da aufgerufen werden, das ist Gramm, Wahnsinn. Ich glaube, das Gramm kostet so viel wie ein Gramm Gold, wenn nicht sogar mehr. Ja, es kostet mehr. Kostet mehr. Das heißt also, das ist das Problem bei vielen Uhren, warum da die Hersteller oftmals halt auch ein bisschen sparen, weil das ein riesen Kostenfaktor ist. Ja, also das Rolex, Tudor, Omega, unschlagbar. Also diese Deep Blue hatten auch gut, die haben ja auch Tritium teilweise gehabt, aber auch sehr gute Leuchtmasse. Aber Seiko, muss man nicht sagen, ist natürlich die Lumen von Seiko ist auch fast unschlagbar. Aber die können es machen, die stellen das Zeug selber her. Ja, stellen, sogar das Glas stellen die Seiko stellen selber, selber her. Habe ich letztens mal die Doku drüber gesehen von dem Japaner, der das Super Luminova entwickelt hat. War super interessant. Super Luminova. Die hatten ja da das Problem, dass das Tritium von einem Tag auf den anderen verboten wurde in Japan. Dann haben die echt diese Leute aus dem Labor geholt, die bisher für das Tritium und das ganze Zeug zuständig waren. Und die hatten dann, was weiß ich, eben ein paar Tage Zeit, sich was Neues einfallen zu lassen. Und das waren ja Chemiker und dann haben die den ganzen Tag mit ihren Sachen, seltenen Erden und was weiß ich was gespielt, haben das dann immer aufgetragen auf solche Testscheiben, beleuchtet. Und da wollte er halt nicht immer die ganze Nacht im Dings verbringen, im Labor. Dann hat er sie mit nach Hause genommen, hat sie auf den Nachttischschrank aufgestellt und hat sich im Wecker gestellt, jede Stunde. Und hat da jede Stunde drauf geguckt, ob sie aussehen. Und die Vorgabe war halt irgendwie, dass sie halt die Nacht durchhält, was weiß ich, von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Ja, und eines Morgens ist er dann aufgewacht und dann hatten sie die Rezeptur für die Super Luminova. Kam ja ursprünglich von einer japanischen Firma. Und eine Schweizer Firma hat eben da auch von der Japaner, es gibt mehrere inzwischen, aber eine Schweizer Firma hat das Original Lizenz, um das gleiche Zeug zu bauen wie da diese japanische Firma, die das da das Wahnsinn Super Luminova herstellt. Komm, müssen wir mal vergleichen nochmal. Keine Ahnung, ob Rolex da inzwischen mit ihrer Leuchtmasse, ob die auch selber herstellen oder? Also hier eben Rolex. Schon weiter weg, und dass er Fokus schafft. Hier die Rolex und dafür kannst du, wie viel dann kannst du 15 Uhren von der kaufen oder 20? Eine Rolex, dass er jede Tools von Chance Uhr kaufen, die es gibt. Also eben. Kannst du nicht vergleichen. Bei mir war das auch immer so, auch wenn ich teure Uhren hatte, ich hatte auch immer bevorzugt, sage ich mal, also eine Gebrauchsuhr zu haben. Und das ist eigentlich auch der Sinn hier dahinter, dass man sagt, hey, nach dem Test den Baikasi kann man auf jeden Fall klar sagen, man kann sie vergleichen, die beiden Uhren sind gleich robust. Ja. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, das ist ein bisschen mehr Luxus, das Werk da drin ist. Ah, das unglaublich. Ist natürlich. Obwohl ich muss sagen, die wird wahrscheinlich noch rarer sein wie die Rolex. Gut, ja, die Seatweller jetzt nicht, aber der Submariner. Gut, die Seatweller ist jetzt wirklich eine sehr hohe Rarität. Ja, Rolex, weißt du ja, wie viel? 800.000 Uhren jedes Jahr? Die Firma ist 40 Jahre alt und die haben jetzt, die kamen natürlich aus der Quarzkrise raus und haben dann ihren Erfolg gehabt nach der Quarzkrise und eigentlich nur für andere Firmen gearbeitet und die den Einzelhandel liefern. Und da läuft natürlich auch in der Schweiz im Tourismus momentan viel. Tot. Und deswegen haben wir natürlich diese super Sondermöglichkeit bekommen jetzt nach dem ersten Lockdown, dass wir eine Kleinserie, also in Kleinserien hier unsere Uhren dort machen können, ohne dass wir jetzt hier wieder 500 bestellen müssen oder 1000, weil das könnten auch wir natürlich nicht hebeln, das ist klar. Und so arbeiten wir uns jetzt immer mehr rein in dieses Segment. Und ja, Uhrenliebhaber warst du auch schon immer, obwohl seit deinen ersten Videos, die ich gesehen habe, da war das noch nicht so. 2014 hat mich der Hubert angefixt.
Also der Branche. Hat er mich angerufen, hat er gesagt, der Hubert, der Jäger aus Essenbach. Genau, der Hubert vom Burgensporthotel, der hat mich angerufen am Donnerstag. Du, pass auf, morgen ist Uhrenmesse, und ich mit der Kamera. Ah, ja, wegen der Uhrenmesse. Da habe ich am Freitag extra freigenommen, bin zur Uhrenmesse gefahren und da ist er nämlich, sag ich mal, 90% Kuckucksuhren und Antikuhren und alles, ist eine Antikuhrenbörse, aber zwischendrin sind natürlich auch Händler mit Uhren. Und als Dankeschön hat er dann bei einem so eine coole alte Orient gekauft, die habe ich heute noch und hat es mir schnell geschenkt. Damit war dann gleich wieder ein Anfix. Ist das japanisch Orient? Orient, ja. Die haben ja auch große Uhren, gell? Die können inzwischen zu Epson, und Epson ist ja mit Seiko da zusammen. Ich glaube, die haben eine schöne Diver auch mit Gangreserve. Die haben jetzt ganz tolle Uhren, Orient, ja. Und die sind auch wie Seiko, das ist alles in-house made in 100 Jahre alte Firma in Tokio. Oder 1950, stopp, nicht 100, 1950 ist, glaube ich, nach dem Krieg in Tokio Orient gegründet worden. Ganz tolle Uhren, ja. Und da habe ich mich damit angefixt und dann weiß ich ja, wie das bei mir mal gleich losgeht. Ich kann mich da reinsteigern und reinlesen und nach einer Woche bin ich hier der Nerd in irgendwas. Ja, also geht's ja, bei mir immer los. Dennis hat da eine große Begabung, solche Sachen aufzufassen und dann eben zu behalten und weiterzugeben. Bei mir geht's mir entweder ganz oder gar nicht. Dennis habe ich auch kennengelernt. Ich meine, wir waren ja vor 4 Jahren erst hier gesessen, das erste Mal. Und dann 16. Im 16, im Frühjahr im 16. April 16. Und, ja, genau. Victorinox Tsunami. Und ich habe ja mit 15 so angefangen mit den Messern. Und vorher war ja bei mir das Thema Uhren. Auf jeden Fall hast du damals nur Messer und Taschenlampen gemacht. Mhm. Und dann kamen ja viele andere Themen bei dir dazu. Nee, 14 war ja vorne dran. Ich war 14 beim Hubert auf der Messe. 14 und du bist jetzt 16 gekommen. Also hast du schon vorgestellt gehabt? 14 habe ich die erste Uhrvideo. Aber mehr so, ich meine, was hat man sich beim Dennis angeschaut? Die Messertasche. Gott, ich habe ein Video, glaube ich, da wo ich auf ihn gestoßen bin, den Hillbilly, habe ich mir den nicht vorstellen können. Dachte ich mir, das ist so ein Rocker mit Cowboystiefeln oder sowas, wo er immer geredet hat. Und hat da seine Messertasche gezeigt und er hat mir das immer so schmackhaft gemacht, bis ich auch mir mal ein Messer gekauft habe. Und dann kam das, also Taschenmesser. Ich bin ja immer nur Outdoor unterwegs gewesen und bei ihm habe ich dann die ersten Taschenmesser. Das Chris Rief, das erste, das ein teures Reel-Stil, was war das nochmal? Das erste, ja, die 99 Euro, die war da teuer. Ja, auf jeden Fall. So ein blauer Flipper von Reel-Stil. Ja, der war dann schon 180, 200, dann hat er mir den Chris Rief nicht angedrückt. Ja, und dann war es bei mir auch geschehen mit den Taschenmessern. Aber apropos Taschenmesser, Uhrencheck, Hosentaschencheck. Ah, von Markus, das ist jetzt das Mini. Slip Mini mal oder eben Markus abgestaubt. Ja. Viele Grüße in Österreich. Ja, Markus, viele Grüße. Selber schon das hergeben hast, du wirst nur bereuen. Aber wir kriegen jetzt auch noch welche im Shop. Sind daher gekommen? Aber es ist echt cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das so cool ist, weil es so dünn ist. Das ist, wenn man jetzt halt einen Slipjoint will, holt man das neue Slipjoint rum. Wir können das Slipjoint rum. Und die sind ja auch scharf, die Dinger. Die sind Hölle. Ja. Selbst die größten Brecher mit dieser 2 cm Klingrücken. Das ist wirklich sehr. Im Hohlschliff runter. Die Bauhöhe ist wirklich sehr gering. Das ist eben gar nicht so, wie man es so von Medford kennt. Und ja, der Dennis hat sich von Markus abgestaubt, bevor das in den Markt bei uns kam. Ja, und da war ich schneller wie TFG war. Das ist seit letztem Jahr, glaube ich, gibt es das, wo wir auf der Bledshow waren, der Flo und ich, hat das, glaube ich, rausgebracht. Also eigentlich ein sehr gutes EDC. Ah, wir haben jetzt die Gentleman Check dabei. Der Dennis wollte natürlich auch sehen. Wir haben die ja gestern im Shop veröffentlicht. Das ist wirklich ein Gentleman. Aber meinst du nicht, dass es besser wäre mit Clip vielleicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste Version, die er rausbringt, wird einen Clip haben. Weil ich denke, das wird in Amerika jetzt viel hören, dass viele sagen, boah, ja, ist geil. Aber gut, es ist halt wirklich die Gentleman-Ausführung. Ich meine, das machst du in ein schönes Leder-Etui und steckst in die Hosentasche, fertig. Also es ist ein Hohlschliff, sehr scharf. Also ich denk mal auch an der Phase wirklich die laufen 04, 03, also das hat ultrascharf. Das hat noch weniger. Ist ultrascharf, ja, ist ultrascharf. Das hat 03 höchstens. Das ist super fein, S35 V1, Titan. Was man halt für als EDC sehr gut gebraucht hat. Das ist wirklich ein Gentleman Phone. Hätte nicht gedacht, dass Medford mal sowas rausbringt. Das da ist ja schon, aber das ist halt trotzdem, sage ich mal, noch im Vergleich jetzt zu dem noch schon ein Brocken. Aber im Vergleich zu allen anderen, ich habe ein Video aufgenommen, gut, es kommt ja schon mal, weiß ich, in 1 bis 2 Jahren online. Damit es keiner mehr braucht. Ja, ist doch egal. In 2 Jahren freuen wir uns drüber. Ich habe halt so ein langes Sendeplan, kann ich auch nichts dafür. Das ist wirklich ein super schlankes EDC. Und er braucht sie. Ich habe schon geschaut, die ist nicht mehr scharf, das Messer von dem. Doch, das ist gut. Das ist schon. Das S35 V1, so schnell wird er nicht stumpf. Ja, aber da hast du schon ein paar Chips drin in der Phase. Da hast du schon gut gearbeitet. Keine Chips. Das sind halt fette Kartons, Kabelbindern und alles Mögliche. Im Geschäft kommt halt manchmal 3-mal am Tag Post. Material, Kartons, und dann machst du die Kartons klein. Manchmal sind so echt üble, diese Paketbänder, weißt du, wo drin rumgespannt wäre und alles. Hast du das im Pinder schon mal in der Hand gehabt? Von ist das dieselbe Größe oder ist das kleiner noch?
Nee, das ist kein kleines Messer. Also im Pinder ist, glaube ich, größer wie ein Small Sibenser. Ist größer als ein Small Sibenser? Ich glaube, das hat eine 85 mm Klinge oder sowas. Okay. Ja gut, das Small Sibenser hat 7,5 oder 7,3. Das ist 75 oder 73. Ja, aber es ist ein anständiges Messer. Ist sehr gut gemacht von der Qualität her. Also muss ich sagen, sehr hochwertig. Und es ist trotzdem noch ein Medford, also so ein bisschen, sag ich mal, rustikal. Und ultra scharf, also das ist wirklich ein Hohlschliff von ganz oben, also hier von 95% runter. Also ich glaube, was ist das, 2,5? Das ist schon 3 mm. Aber es ist gut gemacht. Und selbst die größten, der Markt hat's gut aufgenommen. Und die größten Brocken bei ihm gehen runter. Ich wollte mir, ohne Scheiß, ich wollte mir das Original, wo sie es rausgebracht haben, am Nationalfeiertag war doch was. Da haben sie eine Version gehabt, ein paar Stück gehabt. Mit dieser amerikanischen Flagge drauf. Ja, das sah von dem oder was? Ja, genau. Haben wir das kaufen können? Direkt bei ihm im Shop oder was? Also am 4. Juli. Ah, okay. Bei Medford direkt. Ja, und ich habe extra meinen Wecker gestellt und bin aufgestanden, dass ich da war mit der Zeitverschiebung zur richtigen Zeit. Ich weiß gar nicht mehr wie. Auf jeden Fall, ich habe mich eine Minute zu spät war ich da und sie waren alle weg. Ich glaube, die hatten, ich weiß nicht, 100 Stück oder sowas. Die waren weg in einer Minute. Ich wollte eins kaufen mit der amerikanischen Flagge, weil das sah richtig cool aus. 90 Grad Stopp. Aber war sofort ausverkauft. Alles mittig, also ist schon hochwertig. Aber ist auch nicht billig, ist klar. Also wenn man einen Chebokov auch schon kriegt für 400 heutzutage. Ja, das ist ein kleiner Slipjoint. Ja, also. Aber es hat einen gewissen Sammelcharakter oder. Ja, aber es ist was Hochwertiges, ganz klar. Und wenn du halt doch verriegelt haben willst und wegen sicherer oder wegen größer, wegen robuster, hast du Limit immer, oder? Und ist immer noch recht schlank. Also ja, das ist schlank. Das ist 1 cm. Mhm. Aber trotzdem liegt es gut und sicher in der Hand. Wann lädst du das Video hoch, weißt du schon? Ich habe schon alles oben, ich weiß noch nicht, wann es kommt. Nein, das hier. Das da hier, das mache ich heute Nacht. Ich also dann, am Freitag kommen auch noch mal zwei USMC-Fighter in den Shop. Zwei unterschiedliche, mehr sind nicht gekommen. Also es kam noch mehr, aber das kommt dann erst nächste Woche. Heute ist Microtech gekommen. Also es passiert einiges wieder bei uns, Gott sei Dank. Also diese Flaute ist vorbei. GEC wird auch noch nächste Woche in den Shop kommen. Ich glaube gar nicht, die 74er, glaube ich. Drin, ne? Die Logistik mit Amerika war es immer noch. Ja, es ist ein bisschen alles, ein bisschen zu wenig, einfach. Zu wenig Flieger am Himmel, zu wenig Kapazität. Das ist das PVD-Beschichtete, das ist etwas teurer. Klar, das ist nochmal ein extra Arbeitsaufwand und Arbeitsschritt. Und dann hast du Ausfälle, Ausschuss, weißt du, wenn du die Dinger nachher rausholst und siehst, Mist, Einschlüsse. Ja, aber Medford, der hat halt dann mal wieder, bei König ist es aber auch so, dann hat er halt mal irgendwie wieder einen gestonewashed Clip oder einen Backspacer und dann ist es schon wieder vom Preis her wieder ein Aufpreis. Mach mit dir den Rest, nächstes Jahr bringt der ein Modell raus mit Clip. Mit dem Mini-Clip wahrscheinlich. Dem Dings Mini-Clip, dass er zwar beide Optionen anbieten kann, obwohl das eigentlich als Gentleman-Knife dann ohne Clip, es ist dann wirklich besser in der Hand und alles. Das kommt in ein schönes Wildleder-Etui, damit es in der Tasche nicht rausfällt und dann ist gut. Ja, also lasst mal Kommentare da würde ich mich sehr freuen. Und Dennis wahrscheinlich auch, was ihr von dem Diver hält. Also das ist ja das Flaggschiff. Die Trend von Dennis, die kostet ja 4,29, glaube ich. 4,29, die schwarzbeschichtete 4,39. Ja, und die Schwarzbeschichtung PVD ist sehr robust, muss man wirklich sagen, extrem robust. Wenn man ganz schwarz und wer halt nicht so viel Geld hat und sagt, nee, ich brauche keine mechanische, ich will auch nicht aufziehen. Oder du bist Supersportler. Ich meine, ein Mountainbiker, das, wo ich euch im Wald rumfahren sehen habe und wenn du mal richtig ins Gelände gehst. Das ist klar. Oder beim Golfen. Der hast du den Golfabschlag gesehen vom Spanier? Nee. Noch nicht gesehen? Nee. Alter, das geht ins Jahrhundert Chronik. Wie weit hat der geschlagen? Nee, nicht weit. Er hat einen Titschen lassen übers Wasser, zweimal, einen Berg hoch, runter, zack, hole in one. Nein. Also, musst du gucken, ist bei YouTube. Es war nicht weit, aber ey, du musst zweimal über. Geschaut noch. Du sagst, jeder sagt, das ist fake. Okay. Irre, der hat gestern nur Geburtstag gehabt und macht das Ding. Okay. Ja, das ist natürlich schon. Die Golfer, die Profi-Golfer können Rolex beim Golfen tragen, weil nach jedem Turnier sind die Dinger kaputt. Durch die brutalen. Ja. Die Stoßwirkung, die im Augenblick aufs Handgelenk. Wirkt also wenn sie mit einem dicken Eisen auf die Entfernung schlagen. Das Eisen kann ja nicht nachgeben. Mhm. Wo geht die Energie hin? In ein Handgelenk. Und das macht eine Uhr und Turnier mit. Ihr seht schon, nicht nur Bogenschießen, er kennt sich auch jetzt beim Golfen aus. Also, nein, Arbeitskollege ist Golfer. Okay, dann hat er natürlich schlaf geklärt, wie es geht. Die tragen keine Uhren beim Golfen, auf jeden Fall nicht ihre Automatikuhren. Also den Quarz kannst du anziehen. Wenn du mit der Kettensäge in den Wald gehst, zum Mountainbiken. Ich gehe bei mir in den Garten mit der Kettensäge. Die verschraubte mit 200 Meter, die kannst du ins Schwimmbad anziehen, die kannst du ins Dings anziehen. Da kannst du auch ins Schwimmen gehen, ist ins, klar. Ins Erlebnisbad. Mhm. Was cool war, wo wir in Dings waren, in Holland, im Center Parks, in diesem
Der war ganz nett, da haben sie diese Rutsche, die über 100 Meter lang ist, die ist cool. Und da war vor mir, wo man da stehst du immer eine Treppe hoch, da stehst du immer so 10 Minuten, bis du rankommst. Vor mir war eine junge Dame und die hat tatsächlich eine 36er Rolex getragen. Im Erlebnis war durch die Rutsche. Aber ich das sollen die aushalten können. Das hält die aus, aber du musst gucken, in diesen Rutschen, da haust du dich ja umeinander in den Dingern. Ja, aber deswegen eben lieber eine robustere Uhr. Und die hat tatsächlich eine 36er Rolex getragen im Erlebnis. Aber da hat es mir mal eine Omega, eine Seamaster, da hat es mir da mal... Und wir sind da den ganzen Tag gerutscht, ich habe die mehrmals gesehen. Und die ist da durch diese Wahnsinns... Ich meine, diesen Rutschen, da wirst du ja umeinander geschlagen mit so, weißt du, mit Kreisen und was weiß ich was. Eben, man kann nicht genug Wasserdichtigkeit haben, dadurch sind einfach die Dinger robuster. Ich habe gesagt, haben sie mal eine coole Uhr dabei? Und ich so, ja, hält die aus. Und ich so, ja, eigentlich müsste es so in der Preisklasse, macht aber auch nicht jede Uhr. Aber nee, die Rolex-Uhren, sind wir mal ganz ehrlich, die Rolex-Uhren, das sind halt auch Werke, das sind Traktoren. Die kannst du, ja klar, nicht, was weiß ich, alle paar Jahre sind sie schon Service schicken, aber sind wir mal ehrlich, Orient von 1979, die hat noch nie einen Service gesehen und die läuft immer noch. Ja, ja, also das ist schon und erstaunlich. Und auch eine Rolex von 1979 läuft immer noch ohne Service. Das ist schon erstaunlich, was die abgehen. Was mir bei dem Messer noch gut gefällt, das ist diese Rinne. Schön, was damit kann man also die, wie ein Nagelhau praktisch von überall dann eben diese Klinge aufziehen. Das ist eigentlich schön gemacht. Und es ist auch ein schönes auch eine sehr, sehr robuste Klingenspitzenform vorne. So ein bisschen verjüngend und dann geht es wieder auseinander. Das bevorzuge ich auch bei den THC-Messern. Du hast links und rechts, du musst nicht die Nagelrille auf jede Seite und das da sieht halt eher aus wie ein Stielelement. Ja, also das ist wirklich. Das ist ein schönes Messer vom Design her und ist auch sehr scharf. Also ist auch wahrscheinlich ein nützliches Messer. Aber eben, wir waren eigentlich bei den Uhren und ja, hast du noch was? Keine Ahnung. Wollen wir noch was? Sonst hängen wir noch was dran. Jetzt machen wir erstmal Pause. Also, wenn wir immer zurückkommen. 42 Minuten. Naja, komm, dann lass es gut sein. Das können wir über das Video, über das Wochenende verteilen. Nein, wir machen da wahrscheinlich nur eins draus. Ja gut, okay. Ja, also hoffentlich gefallen euch unsere Ideen, die wir umgesetzt haben für euch. Wir benutzen die ja auch selber. Also, wie gesagt, eine grüne werde ich mir jetzt antun. Eine schwarze habe ich schon. Ich habe meine Seiko danach verkauft. Ja. Ich trage meine Seikos auch nicht mehr so oft. Und ich habe ja noch einige. Ja, auf jeden Fall, wir hoffen, euch gefallen die Produkte und ihr findet die jetzt auch, findet dasselbe wie wir mit den Alien, dass das den Preis widerspiegelt und entspricht. Und vielleicht greift der ein oder andere auch mal zu einer, sage ich mal, Ersatz oder... Entweder es ist ein Upgrade in was höherwertiges wie bisher, wenn man nur, was weiß ich... Ja. Eine einfache Quarz getragen hat oder bloß ein iPhone, wenn man sagt, ich brauche keine Uhr. Es ist mehr wie nur Uhrzeit. Es ist ein Statement, es ist Schmuck, es ist trotzdem Uhr. Backup. Also durch die Bauhöhe. Oder du nimmst als Downgrade, wenn du sagst, wenn ich am Wochenende zum was weiß ich, ins Outdoor gehe oder Sport oder sonst was oder in Urlaub. Das willst du auch nicht an jedem Strand der Welt tragen, auch wenn es aushält. Weil du kommst halt vom Strand nach Hause ohne deine Rolex. Du kannst auch die Leute ärgern am Strand. Du gehst mit der schwimmen und dann kommen die Rolex-Träger. Ich hatte das in Thailand schon mal erlebt. Eine ganze Familie aus Italien mit zwei Kindern, eben alle Rolex. Alle sind sie so rumgelaufen so und sind auch in den Liegen gelegen. Und ich bin mit der Seiko immer rum und habe auch mit der Seiko geschwommen und habe auch getaucht. Und da sind die schon mit Nase hoch. Und am Abend bin ich dann mit meiner teuren Uhr gekommen. Also, wie gesagt, es ist immer so eine Ansichtssache, für was man die Uhren braucht. Braucht man die zum Herzeigen? Braucht man sie, um die Uhr anzuzeigen? Braucht man sie, um sich gut zu fühlen? Ich muss sagen, wenn ich mit so einer Uhr jetzt rausgehe, fühle ich mich gut. Ich, auch wenn ich abends irgendwo hingehe, kann ich da noch, mache ich wahrscheinlich noch einen guten Eindruck. Und, ich bin mit Sicherheit der Einzigste in dem Restaurant mit der Uhr. Mit zwei und Schwertern. Die wird es nicht viel mit geben. Mit zwei genau. Gekreuzten Schwertern auf dem. Bist du die Einzige. Weißt du, was ich jetzt gerade sehe, was halt das Coole an dem Logo ist? Es sieht von beiden Seiten gleich gut aus. Wenn du es so rum siehst, hast du zwei Schwerter nach oben gekreuzt und andersrum nach unten. Also es spielt keine Rolle. Es sieht von beiden Seiten gut aus. Und ein anderes Logo steht halt auf dem Kopf. Naja, dann sagt uns doch mal oder schreibt doch mal, wie ihr das Logo findet. Wir hatten erst gedacht, unseren Wappen zu machen, aber dann haben viele geschrieben, das ist zu viel. Ne? Schaut das wie ein Werbegeschenk aus. Also haben wir uns dann auf die Kreuzer, auf die gekreuzten Schwerter dann, haben wir dann eben die uns als Uhrenlogo ausgedacht.
haben uns begnügt mit den beiden und ich denke, das ist dezent. Und das soll es auch so sein. Auf dem Rotor steht nochmal Tools for Chance, aber das siehst du eigentlich nur, wenn du drauf guckst. Ja, die Laserung. Die Schwerter sind, noch mal, sind auch nochmal hier auf der Krone. So dezent. Wir haben es hier auch nochmal hier auf der Schließe. Aber das sieht keiner. Das ist nur gelasert und extra nicht ausgelegt oder sowas, dass es nicht zu auffällig wird. Ja, wir haben einfach gesagt, Corporate Identity und das hat uns gefallen. Wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir es gemacht haben und machen konnten. Und ja, vielleicht haben wir es ein bisschen auch übertrieben, da seht ihr uns ein bisschen mal nach, aber uns freut es ja auch, wenn wir was Neues auf den Markt bringen. Wir haben ja so ein großes Sortiment mittlerweile, auch außerhalb von den Messern. Wir geben uns da große Mühe, aber es ist immer ein bisschen auch verbunden mit unserem Hobby, sonst würden wir das gar nicht machen. Und wir haben ja viel Hobbys. Naja, mein Bankkonto findet das nicht lustig. Ja, aber weißt du, was jetzt in der Corona-Zeit ist doch schön, ja, wenn man damit was machen kann. Und nee, ich kann nur sagen, wenn man da das ganze Jahr schon daheim sitzt und wir werden auch die nächsten Jahre noch daheim sitzen, dann kann man das gerne. Ja, zweimal mal den Teufel in annehmen. Das gesparte Geld kann man sich dann mal sich mal was gönnen. Ne? Gerade so zu Weihnachten da habe ich mir auch gesagt. Egal. Wenn es sein muss, hole ich mir nur die anderen TFG-Uhren. Ich habe mir jetzt in die Uhrenbox gekauft, aber das ist wie meine Messertasche, weißt du? Da passen 10 Messer rein und da 10 Uhren. Das Problem ist bloß, ich habe immer Probleme mit den 10 Messern. Meistens bin ich drüber, darum muss ich es so kaufen. Ja gut, er ist kein Sammler. Das man sieht es dann in dem Video, ich glaube, das kommt auch morgen oder sowas. Ich habe halt eine 10er Uhrenbox und da ist momentan eine Uhr drin. Also wir sind das heißt, auch dran. Da habe ich noch ein bisschen Platz zum Nachkaufen. Also wir sind auch dran, da ein bisschen mehr Accessoires, um die Uhren selber zu beschaffen. Aber wir müssen erstmal bestellen und erstmal testen und schauen, was da für uns in Frage kommt. Ach so, mit dem Chef von Leatherman habe ich heute gesprochen. Die wollten uns erst nicht den Zuschlag für den Job geben, weil wir den Showroom zugemacht haben. Aber nachdem sie dann unser Sortiment gesehen haben und wir uns auch über Uhren unterhalten haben, weil der Typ ist totaler Uhren- und Gear-Freak auch, haben wir jetzt den Zuschlag gekriegt. Also demnächst wird auch Leatherman bei uns auftauchen und noch vieles andere. Wenn es jetzt nicht wieder noch stärkeren Lockdown gibt, werden wir euch vielleicht noch vor Weihnachten noch ein paar Überraschungen zeigen können. Ja. Ich glaube, das reicht. Dann hoffen wir auf die Weihnachtsfeier beim Hubert, aber da wissen wir noch nicht, ob das stattfindet. Ja, hoffen wir mal, dass es im Dezember wieder ein bisschen besser wird. Ja, also dann, wir wünschen euch eine geruhsame Weihnachtszeit. Habe ich schon zig Leute wieder nicht zu geruhsam. Wann wieder mal ein Messerstammtisch ist. Ja. Ich glaube, wenn die Scheiße immer vorbei ist, dann machen wir wieder einen Messerstammtisch. Ich glaube, da hätten dann ein paar Leute mehr Bock drauf, wie beim letzten Mal gekommen sind, weil wir einfach wieder rauskommen, schon wieder mal so ein Messerstammtisch beim Hubert. Das wäre dann schon ganz, ganz cool. Ja, also bleibt auf jeden Fall gesund und lasst euch nicht unterkriegen. Wir müssen alle da gemeinsam durch. Also wir haben ja, bleibt uns ja allen nichts anderes übrig. Und ich hätte gerne noch ein paar Pushkarten für den Weihnachtskalender. Ich habe immer noch mehr Preise als Postkarten, Freunde. Wir sind in der digitalen Welt, da gibt es keine Postkarten. Ja, genau, darum mache ich es ja, dass man hier wieder ein bisschen. Der Dennis will sich wieder durchsetzen, glaube ich. Vom iPhone zur mechanischen Uhr. Ja, vom, was weiß die ich Idee was, dahinter finde ich gut, aber wenn keiner zum Postkasten geht, dann ist blöd. Du brauchst nicht mal mehr. Es gibt Online-Dienste, da kannst du online eine Postkarte ausfüllen, hier 2 Euro mit PayPal bezahlen und dann drucken sie dir und die DHL schickt sie dir weg. Okay. Du musst nicht mal die Haus. Das also hat er gehört. Kann man online machen. Postkarten für den Mach, wenn ich das schon mache, mit dem klassischen Hillbilly-Weihnachtskalender mit 24 Türchen. Ja, ich bringe auch noch was mit, das habe ich heute wieder vergessen, weil wir ein bisschen im Stress waren. Bei uns war Stromausfall 3 Stunden und dann hat die ganze Logistik heute Probleme gehabt. Deswegen, weil wir bis 16 Uhr immer alles zur Post bringen müssen, weil sonst geht es am gleichen Tag nicht mehr raus. Und da war halt das Problem, um 12 bis um 3 war der Strom weg und wir mussten die Etiketten noch machen und deswegen bin ich ein bisschen mit wenig Wert angekommen hier beim Dennis. Aber gut, abschließend, ja, bleibt gesund, bleibt fit, lasst euch nicht unterkriegen, nicht von der Dunkelheit, nicht von Corona. Benutzt euer Gear, Messer, Uhren, Pfeifen, Pens, alles, was man als EDC tragen kann. Habt Freude dran und benutzt es. Und dafür ist es auch da. In der dunklen Jahreszeit Lampen? Und ansonsten halt sammeln. Sammeln ist ja auch nicht schlecht. Von Lupine? Das ist aber keine Lupine. Ich habe aber eine bei mir in der Tasche. Guck mal. Eine Taschenlampe von Lupine. Das ist übrigens mein EDC zum Abschluss. Mit dem renne ich. Ich habe die Tolke, die ist einfach. Sobald es Clips für die kleine Lupine gibt, können wir drüber reden. Ich habe hier auch so eine kleine Lampe, die habe ich von Daco geschenkt bekommen. Die habe ich echt immer dran. Da habe ich die Mechani abgemacht, die ich früher hatte. Aber ich habe das Penta-Kopfband, wenn ich mit die Hunde gehe. Und ich habe natürlich hier die Pico Mini. Die Clips bauen sie erstmal im Januar, gell? Ja, also das ist momentan meine EDC-Lampe.
Und natürlich die Kopflampe, weil ich ja mit die Hunde jeden Abend raus muss. Und die ist wirklich super. Cool. Vor allem ist ja ein starkes Rotlicht, ne? Da bist du nicht ganz geblendet. Ja, also ich gehe jetzt nicht mit dem Rotlicht raus in den Wald, aber am Abend, wenn ich was suchen muss, dann benutze ich das Rotlicht. Aber ich habe den schon ewig nicht aufgeladen und ich laufe ja immer eine halbe Stunde am Abend und das hält. Also die ersten Tests sind sehr überzeugend auf jeden Fall. Jo, Markus Reichert hat mich heute nochmal angeschrieben. Er konnte noch mal ein paar fertig machen. Also da kommen auch nächste Woche noch mal ein paar Reicherts bei uns im Shop und dann ist aber Schicht im Schacht. Das sind dann die allerletzten, die dann von ihm kommen. Du lässt die TFG am Arm und die Dings packen wir hier einmal. Genau, so machen wir das. Ja gut, also dann wünschen wir euch einfach eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Jawohl, ciao, mach's gut, bye bye. Tschüss. Oh, was haben wir hier? 50 Minuten, Alter, schwer.